Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind mal wieder im Harz und heute wegen Nebel. Sind jetzt hier am Oderteich, werden hier erstmal schauen. Hier ist der Nebel schon ziemlich dicht. Sieht erstmal alles sehr geheimnisvoll und spannend aus. Eventuell müssen wir aber nachher noch mal ein bisschen niedriger fahren, wo wir dann auch ein bisschen mehr Laubwald haben und der Nebel vielleicht nicht ganz so dicht ist. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier um und gucken mal, ob hier vielleicht auch schon was geht. Ja, ist ja nicht so schön zu gehen hier. So, hier habe ich auch direkt schon das erste Motiv gefunden. Ich stehe hier auf einem relativ großen Stein schon im Wasser, aber hier vorne habe ich nochmal so einen Felsen. Ich habe hier so ein paar Schlieren im Wasser, die eigentlich sehr interessant aussehen. So jetzt in Farbe wirken sie wahrscheinlich ein bisschen dreckig, aber in Schwarz-Weiß könnte das sehr spannend aussehen und vor allen Dingen wachsen hier so die Bäume aus dem Ufer über den See, ja, und dann in die Höhe. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Also hier werde ich erstmal mein Stativ aufbauen und mal das erste Motiv fotografieren. So, und ich werde hier, weil ich schon sehr nah dran bin an diesem Felsen, der ja vorne mein Bild anfangen soll, werde ich das sehr weitwinklig fotografieren. So, dann bringen wir das Ganze mal in die Waage. Dann nehme ich meinen Haupteyecatcher hier vorne in die Drittelteilung, also diesen Felsen und diese erste sehr große Tanne. Ich mache das so mit ca. 20 mm Brennweite. So sieht das sehr gut aus. So, und dann muss ich erstmal gucken, ob ich die Kamera sauber machen muss. Vorne das Objektiv. Nein, das sieht auch alles noch gut aus. So, und dann machen wir das Ganze schön mit Blende 11. Schärfepunkt lege ich hier, ne, ins vordere Drittel, also auf die hintere Kante dieses Felsens. Ja, das gefällt mir schon sehr gut hier als erstes Motiv. So, ich zoome sogar noch mal ein ganz bisschen raus, damit ich das Ganze hinten noch ein bisschen mehr im Nebel verschwinden lassen kann und hier vorne ein bisschen mehr von diesen Schlieren noch mit drauf kriege. Und dann belichte ich das Ganze noch mal. So, und dann haben wir sehr wahrscheinlich schon mal das erste Motiv im Kasten. Können wir erstmal weiter zum nächsten Motiv. So, hier würde ich gerne noch mal ein Foto machen. Das finde ich sehr schön hier mit dieser etwas krummen Uferkante, diese zwei Tannen, die da drauf stehen. Und hier vorne habe ich was frisches Grünes. Das würde ich auch noch mit reinnehmen. Hier so kleinere Sträucher. Das könnte ich mir auch sehr schön vorstellen im Bild. Mal gucken, ich baue mal auf. Ich habe jetzt hier gerade noch mal vom Bildausschnitt her umgeschwenkt. Von der Seite sieht das auch noch mal sehr spannend aus, weil wir haben hier die Spiegelung im Wasser, die eben auch diesen gebogenen Stamm widerspiegelt. Wir haben hier so ein bisschen diese
Inselanmutung hier von dem Ufer und dann verschwindet das alles so ein bisschen im Nebel. Ja, also das sieht zumindest jetzt hier auf dem Monitor erstmal sehr, sehr malerisch aus. So, ich mache das Ganze hier vom Stativ, denn ich möchte es gerne mit ISO 100, also mit einer richtig niedrigen Empfindlichkeitseinstellung fotografieren. Dann habe ich jetzt so eine Blende 11, denn ich habe ja immer auch Dinge im Vordergrund und möchte dann in die Ferne eigentlich alles scharf haben, dann komme ich so auf Belichtungszeiten von einer 1/13 Sekunde jetzt hier bei dem Bild. Also das muss ich dann auf alle Fälle vom Stativ machen. Blende 8 ginge natürlich auch, dann würde ich so auf eine 1/15 bis 1/20 Sekunde kommen. Auch das würde ich natürlich vom Stativ dann machen, denn das sind so Belichtungszeiten, da muss man dann wirklich schon die Kamera sehr, sehr ruhig halten, wenn man das so mit 20 mm macht, damit das nicht verwackelt. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, lieber vom Stativ. So, hier habe ich, denke ich, noch mal eine ganz schöne Location gefunden, weil ich hier ja ein Bild in zwei Ebenen schon vorfinde. Also ich habe hier so eine natürliche Vignette im Bild, ja, oder so einen Schlüssellocheffekt, ja, dass ich hier vorne durch so ein Tor fotografieren kann und dann hinten auf dieser Landzunge noch mal die im Nebel stehenden Bäume sehe. Das, denke ich mal, könnte noch ein ganz schönes Bild werden. Das ist natürlich farblich alles sehr zurückgenommen. Vielleicht sogar auch eher ein Schwarz-Weiß-Motiv. Das werde ich dann aber am Computer entscheiden. Das ist im Übrigen immer ganz wichtig, ja, auch wenn ihr Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen wollt, immer erstmal in Farbe fotografieren. Denn hinterher in der Umsetzung ins Schwarz-Weiß hat man dann viel mehr Möglichkeiten, wenn man die Farbinformationen noch hat, die Tonwerte richtig schön einzuregeln. Auf der Rückfahrt nach Hannover haben wir kurz vor Bad Harzburg nochmal angehalten, um auch im Laubwald noch ein paar schöne Motive einzufangen. Hier an der Radau entschließe ich mich, nochmal eine Langzeitbelichtung zu machen, damit der Fluss richtig schön weich durchs Bild fließt und einen schönen Kontrast zu dem goldenen Restlaub bildet. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Like von euch und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.